Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Wir sind wieder bei Sega CD, Mega CD. Und jetzt kommt eine Lizenzperle. Button B, um das zu ändern. Komme ich jetzt ins Menü oder starte ich da einfach durch? Habe ich nicht schnell genug B gedrückt? Herzlich willkommen zum Rasenmähermann. Weißt du übrigens, dass es tatsächlich eine Fortsetzung gab zum Rasenmähermann? Auch als Film. Also der Rasenmähermann, kurz für die Leute, die das wissen wollen, ist ja hier mit unserem guten alten Remington Steele, James Bond, ne, mit Pierce Brosnan. Und der als Wissenschaftler dann einen zu so einem Hyperintelligenten macht, der dann im virtuellen Space völlig abdreht und hasse nicht gesehen. Das Ding basiert tatsächlich auf einer Urgeschichte eben von Stephen King, damals noch als guter alter Bachmann geschrieben und hat nicht wahnsinnig viel Ähnlichkeit mit dem Roman. Ich habe mir die Kurzgeschichte ist es ja eher, ich habe mir die tatsächlich angetan und außer dass der halt in Rasenmäherform die Leute abmäht, im wahrsten Sinne des Wortes, ist da nicht viel. Aber hier ist legendär. Und es gab tatsächlich dazu ein Game, der Rasenmähermann, und es gab tatsächlich auch zu dem Sequel Cyber War, gab es tatsächlich auch ein Game. Die PC-Fassung, die ich noch irgendwo rumfliegen habe, war bei Cyber War, glaube ich, so irgendwie, lass mich lügen, 3 CDs und der vierte CD war Soundtrack. So, und das ist der Rasenmähermann. So, seid gespannt. Wie, ihr wisst ja, Filmadaptionen sind immer gut als Games. Immer gut, die sind immer sensationell. Die machen auch nichts falsch, die sind immer Weltklasse. Und wir gucken mal. Wenn ich das noch richtig weiß, war das eigentlich so ein bisschen so vom Spielprinzip so Dragon's Lair. Muss mal gucken. Also ich glaube, in der deutschen Fassung heißt er sogar Rasenmähermann 2 oder so. Hat natürlich nichts mehr mit dem ersten zu tun, ist klar. Aber tatsächlich haben sie ein Sequel gemacht. Natürlich. So, dann greifen wir auf Cyber Joe zu. Angelo's experiments on Roswell, the laboratory chimpanzee, proved conclusively. Also kurz, ich fasse mal die Geschichte zusammen, weil das versteht man hier sowieso nicht. Und es war so eine unglaubliche Matschbirne und der Professor, eben gespielt von Pierce Brosnan, da hat dann eben so eine absolute Matschbirne genommen und hat gesagt, hör mal, erhelle mal ein bisschen deinen Verstand. Und er hat ihn nicht nur ein bisschen erhellt, sondern später konnte er in Anführungszeichen das Internet kontrollieren sozusagen. Und hat dann eben alle Leute ins Internet geladen. Wenn du das jetzt irgendwelchen Politikern erzählst, dann fangen die an, um das Internet abzuschalten zu wollen. Und haben dann tatsächlich, ja, da den Endkampf gehabt. Genau. Und das war der Rasenmähermann, habt ihr das schon gesehen. Und da ist auch der Rasenmäher. Und im Game gibt es dann auch die Szene, ich weiß nicht, ob die hier jetzt auch ist, dann steht da wirklich, this is my domain. Hahaha. Ha, ha. Internet-Geeks heulen gerade auf bei dem Humor. Da, genau, da ist es. This is my domain, da ist es. Naja gut, was man wissen muss. Eben Thema Kurzgeschichte. Ich meine, Menschenjagd ist ja auch eine Kurzgeschichte von Stephen King. Daraus wurde ja Running Man. Also ist ja nicht so, als könnte man nicht aus Adaptionen was richtig Gutes machen. Das ist es hier aber nicht. Wobei, der hat den guten Trash-Faktor. Das muss man auch sagen. So. Und jetzt fangen wir gleich an, mal zu bekämpfen. Ich müsste das Meisterwerk, glaube ich, noch für einen PC haben, glaube ich, irgendwo rumfliegen. So, komm. Auf jeden Fall die Musik, die kommt mir sehr bekannt vor. Nicht, dass sie hängt, das kommt mir nicht bekannt vor.
das sich überschlägt. Ja, Children of the Corn ist auch. Also ich meine, gut, die meisten Stephen King-Verfilmungen sind seltsam. Vor allem auch die meisten, die er dann selber macht, die sind am meisten noch seltsamer als die andere gemacht haben. So, ab in den Cyberspace! Running Man war gut, natürlich. So, komm, jetzt lass uns mal machen. Sind alle Leute, die er scheiße fand, an den rächt er sich jetzt. Mehr muss man jetzt nicht wissen, alles andere ist dumme Laberei. Guckt euch den Film an, der ist guter Trash. Genau. So, ich glaube, jetzt darf ich endlich. Oder darf ich nicht? Doch, darf ich. Doch, darf ich. Es wird geladen. Seht ihr da an der Leuchte? Unten, rechts. Der rote. Das grüne ist Power. Was ja meistens gerne immer sonst rot ist, aber rot ist in dem Fall Laden. Ich sage, es ist vierfache Geschwindigkeit, also könnt ihr euch vorstellen, wie es dann so ist, wenn man es tatsächlich auf der Original-Hardware spielen würde. Da war dann doch für solche Sachen der PC vielleicht die etwas bessere Plattform. Wird geladen. Ich glaube, das müsste jetzt doch eigentlich mit irgendeiner Mission losgehen. Also, soweit ich weiß, ist das eher so ein Dragon's Lair. Man muss dann tatsächlich zur gewissen Sekunde das drücken, was dann auch passiert. So lang ist das Game, glaube ich, gar nicht gewesen. Ist nur aufgrund dieser Grafik so ellengroß gewesen. Na, er lädt sich ein Wolf. Ja gut, wahrscheinlich lädt er jetzt das komplette Internet runter. Wobei das Carrie Remake, das ging sogar auch noch. So. Oder nix? Ja, mal gucken. So, gehen wir mal auf achtfach. Oder er möchte auch nicht. Naja, das sieht irgendwie nicht ganz so gut aus. Kann aber mal eben kurz was machen. Kann ja mal eben kurz neu booten. Und einmal das machen. Das ist ja das Schöne, man kann ja hier relativ einfach resetten. So, ich glaube, es geht los. Ja! Alles klar. Damit geht's los. So, man ist jetzt dieser Gleiter
und man muss jetzt sozusagen durch diesen Hindernisparcours kommen. Das ist Level 1. Ja, tue ich. Also sie sagt das auch immer an. Okay, da war ich nicht schnell genug. Und dann ist man tot übrigens. Also, falls ihr im Internet falsch abbiegt, seid ihr tot. Und dann kommt der Rasenmähermann und macht euch tot. Damit ist Pierce Brosnan. Also, ne? Ich möchte gerne nochmal. Cyber Victim! Du mir auch. Muss man das tatsächlich immer neu starten? Haben sie das so ganz sinnfrei gemacht? So nicht! So nicht, Sega! So nicht! Da wird der Igel in der Pfanne verrückt! So nicht! So, nochmal. Einen Versuch machen wir noch. So, leg los. Also die Musik ist ganz cool. Ja, tue ich. Oder ist ab eigentlich unten statt oben? Ist das der Gag? Egal, ich tue es noch kein zweites Mal. Ja. Der Rasenmähermann. Ein Game, was definitiv relativ grenzwertig ist. Was auch nicht wirklich gut ist. Ja, ich denke auch, dass das eher... Ach komm. Einen Versuch machen wir noch. Komm. Mal gucken, ob das der Trick ist. Start. So, auf geht's. Jetzt machen wir nach unten. Und dann kann das Game mich mal. Ja. Okay, Fire ist jetzt wieder irgendwas, was er hätte rausfinden müssen. Aber egal. Auf jeden Fall ist schon mal unten oben, das haben wir.
Und vielleicht, wenn ich mal völlig verrückt bin, aber das wird dann wahrscheinlich ewig dauern, dann gucken wir mal, ob wir das auswendig lernen können. Ich tue euch das mal an. Kommen wir mal zum nächsten Titel, ne? Bis dann.